Bei mir habe ich Eloy. Herzlich willkommen in der Schweiz. Dankeschön, es freut mich, hier zu sein. Du bist aktuell sehr, sehr viel unterwegs, vor allem mit deinem neuen Album Kopf aus, Herz an. Das hat ja mächtig eingeschlagen, nicht nur in Österreich, der Schweiz und auch vor allem auch in Deutschland. Es ist ein Traum, was alles passiert. Man kann ein versuchen, ein gutes Produkt zu machen, aber wenn man die Menschen so in die Herzen berühren kann und so schnell, ist das wirklich ein Traum. Und ich habe natürlich meine Boyband Vergangenheit, aber dieses Mal habe ich gesagt, okay, was ich mag, ich will den Moment wirklich genießen. Um dann mit mein Debutalbum in drei Länder gleich Top 10 einzusteigen, ist ein Traum. Und noch größer, noch wichtiger für mich ist, dass so viele Leute mich auch über Social Media anschreiben und sagen, wow, deine Titels haben mich wirklich berührt. Und ja, egal was andere sagen, war natürlich die Anfang von alles. Und das ist zwar meine Geschichte, aber so viele Menschen sehen das dem Lied auch als ihre eigene Geschichte. Mhm. Und wenn man so etwas erreichen kann mit Musik, ja, dann hat man eigentlich schon die Awards und die Nummer 1 Position bekommen, weil die Herzen sind am schwierigsten zu erreichen, glaube ich. Die ersten Auftritte hast du aber nicht mit diesem Titel gehabt, sondern mit Regenbogen, eigentlich schon Spätherbst vom letzten Jahr. Mhm. Ja, Regenbogen war der Anfang, weil ich war letztes Jahr bei Sat.1 im Promi Big Brother. Und dem nächsten Tag, war ich bis die letzten Tag in dem Container dabei. Und am nächsten Tag habe ich schon Regenbogen aufgenommen. Und das war wirklich die erste Schritte nach meinem Album auch. Weil die hat gleich so gut funktioniert, dem Titel. Gleich in die Downloadcharts nach oben gegangen. Und dann haben wir ein Gespräch bekommen bei meiner Plattenfirma. Und guck mal, jetzt steht Kopf aus, Herz an da auf dem Tisch. Und funktioniert super. Also Regenbogen singe ich auch gerne. Auch da ist die Botschaft wichtig. Es ist ein happy Song. Mhm. Wir sind alle unterschiedliche Menschen, alle unterschiedlichen Eltern, unterschiedliche Farben. Und so muss es auch sein. Und lass uns zusammen unter die Regenbogen Respekt voneinander haben. Hat der Promi Big Brother irgendwie schon noch auch, hat den auch gebraucht, dass der Erfolg jetzt da ist? Oder wäre es auch ohne gegangen? Ich bin bei vielen Menschen bekannt natürlich, weil ich in den 90er eine Cold in the Act jungen war und noch immer bin. Aber wir haben damals in einem Format gelebt. Bravo Magazine zum Beispiel hat natürlich immer die richtige antwoorden genomen. Die jongens in boygroep zagen immer die richtige Sachen. Aber jetzt darf ich wirklich sein, wer ich bin. Und für mich war Promi geworden die erste Mal, dass ich die Zuschauer zeigen konnte. Okay, so bin ich als Mensch, so bin ich wirklich, so tickt mein Herz. Und also denke ich, dass es ein ganz wichtiger Schritt war, wieder um jetzt so weit zu sein, mit was ich jetzt erreicht habe. Deine Fans sind ja wahrscheinlich auch älter geworden. Die haben dich bei Caught in the Act erlebt natürlich und stehen immer nach wie vor noch hinter dir. Es ist wirklich traumhaft. Die sind mitgewachsen. Aber was ich jetzt auch bemerke, seit meinen Silbereisen auftritt, dass ich so eine neue Gruppe von Leuten erreicht habe. Mhm. Und das ist wirklich cool, dass ich das eigentlich, ja, ist ein bisschen die zweite Runde, die ich jetzt natürlich erlebe. Und ja, auch da zoveel unterschiedliche Menschen, die berührt zijn met mijn muziek en ja, die boodschap die ik breng. Mm-hmm. Dat is wirklich eine Ehre. Mm-hmm. Ich habe nachdem ich den Auftritt bei Florian Silbereisen gesehen habe, gedacht, war ja extrem emotional. Nicht nur für die Leute, also ich hatte irgendwo Tränen in den Augen, du natürlich auch. Das war schon recht happig, oder? Ja, daar had een man op de bühne gestanden die wirklich met zijn Herz, aus seinem Herz, een Geschichte erzählt had. Ja, die Emotionen, die sind dann gekommen. Und ich schaue manchmal den YouTube-Clip zurück. Dat is ook mijn offizielle Video. Und da sieht man auch, meine Hand bebt. Weißt du, in total. Ja, ich kann es kein Schock nennen, weil ich weiß eigentlich jede Sekunde da noch. Aber es hat auch mich wirklich total beeindruckt. Mhm. Und ich glaube, das spüren die Zuschauer auch. Man kann so etwas nicht spielen. Und in die 90er haben wir viel über Liebe und Herzschmerz gesungen.
Aber erst wenn man gelebt hat, geliebt hat und auch die Liebe verloren hat, dann weiß man eigentlich wirklich, was das bedeutet. Mhm. Also ist es jetzt für mich ohne, ja, ich weiß nicht, ob das ein gut Wort ist, aber ohne Aufschmuck kann ich da jetzt stehen, um hier selber sein. Und das ist ein Reichtum, die ich niemals wieder aufgeben würde. Mhm. Du hast sehr vieles erlebt in deinem Leben bisher, also den Verlust von deinem guten Freund, dem Steven, mhm. aber auch Verlust von einem Kind. Ja. Ja, das Leben ist leider natürlich nicht nur happy. Und, das gilt für viele Menschen und auch für Künstler. Und ja, ich glaube, da ist die große, was ich immer sage, versuche auch in die schlimme Zeit, in die Schwierigkeiten, irgendwo Positivität zu sehen. Und ich versuche, dass dem Glas halb voll statt halb leer ist. Mhm. Und das ist nicht immer einfach. Manche Tagen ist es einfacher als die andere. Aber die Umstände kann man nicht ändern, was passiert. Aber wie man damit umgeht, schon. Und ja, man muss viel verarbeiten ins Leben. Und, aber da bin ich nicht alleine. Aber du hast letzten Sonntag habt ihr Geburtstag gefeiert, deiner Tochter. Oh, das war traumhaft. Ja, ich bin wirklich jetzt so beschäftigt mit Promotion für mein Album. Und ich habe auch zu meiner Plattenfirma und Management gesagt, okay, ich bin völlig bereit, alles zu machen. Aber ein Tag ist super wichtig, das ist die Geburtstag von Indy. Also haben wir schön gefeiert und ich war dann 2 Tage zu Hause und dann nach der Schweiz mit dem Flugzeug. Und das ist schön, weil ich genieße, was ich mache. Das steckt hinter meinem Album viel Leidenschaft, nicht viel, Leidenschaft, mhm. wirklich. Und um jetzt so weit gekommen zu sein, ist ganz toll. Und für alles, was man erfolgreich will, muss man auch natürlich... Ja, arbeiten. Mhm. Also bin ich froh, wieder auch hier in de Schweiz zu sein. Ich war die 90er mit Cold Injection manchmal hier. Ich habe zu Hause eine goldene Schallplatte für ein Album von Cold Injection. Wäre doch ein Traum, wenn wir jetzt mit Kopf aufs Herz dann auch wieder so etwas erreichen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Deine Familie ist dir wichtig, dein Partner ist dir wichtig. Eine ganz spezielle Form von Familie habt ihr eigentlich zusammen mit der Tochter und ihrer Mutter. Ich versuche da immer eigentlich zu erzählen, dass wir nicht so speziell oder unterschiedlich sind. Weil für mich, wenn da eine Harmonie zu Hause ist und Respekt voor een ander, dann ist kein Thema, ob da 2 Männer, 2 Papas oder 2 Mamas oder eine Mama und ein Papa sein. Das muss kein Thema mehr sein. Und das versuche ich zu erklären. Ich komme selber aus einer Familie, ich habe die liebste Mutter und sie lebt auch noch, die ich haben kann. Die Beziehung zu meinem Vater leider war immer schwierig. Mhm. Hat respektiert, akzeptiert, was für Mensch ich bin. Und das tut so etwas viel mit Kind. Und dass wir jetzt unseren Tochter mitgeben können, okay, du, egal was andere sagen, du kannst sein, wie du sein möchtest. Das müssen wir unseren Kindern weitergeben. Also, wenn Leute sagen, das ist unterschiedlich und das geht doch nicht, 2 Papas, dann sage ich immer, okay, schau mal vorbei, 48 Stunden. Und dann sieht man, dass wir nicht unterschiedlich sind. Wir haben die gleiche Situation, Abenteuer, wie alle jungen Eltern erleben. Und wir versuchen unser Kind in eine hübsche, liebe, respektierende, erwachsene Frau zu erziehen. Und das ist der Traum von jedem Eltern, glaube ich. Und das hat nicht mit Geschlecht zu tun. Aktuell hast du einen Titel auf deinem Album Schritt für Schritt für die EM umgetextet. Ja, wir haben eine Anfrage bekommen, ob wir meine neuen Single Schritt für Schritt auch in einer WM-Version aufnehmen wollten. Und das haben wir gemacht. Wir haben auch 2 Videos dazu. Ein Video mit dann Fußball-Elementen. Mhm. Und die andere Video von Schritt für Schritt. Eigentlich alle Elemente für mich zeigen, dass wir alles Schritt für Schritt erreichen können, wenn wir Respekt voreinander haben. Wie haben eigentlich deine Kollegen von Caught in the Act reagiert, nachdem sie gemerkt haben, der ist ja mit Solo auch extrem erfolgreich? Wollt ihr jetzt auch Deutsch singen? Es hat ein bisschen gedauert, weil Bastian ist unterwegs, macht eine Reise mit seiner Familie. Aber ich habe von beiden habe ich ein ganz liebes App bekommen, WhatsApp bekommen. Ein schönes Bericht, dass sie stolz auf mich sind und so muss es auch sein. Ich glaube, dass wir alle in Nederland gekommen sind, dass wir die Freiheit brauchen, um auch nehmen, so eine Gruppe, Ding, was toll ist. Ich bin stolz auf meine Vergangenheit mit Cold Injection, aber das ist, was ich auch jetzt brauche. Und ich glaube, die 2 können auch gut nebeneinander existieren. Mhm. Und ja, ich bin so stolz und happy, was da läuft mit mijn Solo-Sachen natürlich. Und ich glaube, ich weiß bestimmt, dass Bastian und Lida auch sind.
Jetzt hat's ja, wir haben nur über drei Lieder gesprochen, jetzt sind ja noch ganz viele andere drauf. Welche sind dir auch noch wichtig? Ich habe 14 Songs auf dem Album und um zu sagen, die ist wichtig oder nicht, oder wäre ein bisschen zu sagen, okay, ich liebe meine eine Sohn mehr als meine Tochter zum Beispiel. Also es ist noch so neu, für mich auch natürlich, aber da sind Songs, die emotional wirklich für mich auch beeindruckend noch immer sein. Ich habe ein Lied an deiner Seite und es ist eigentlich für Indy, unsere Tochter. Und jede Papa oder Mama, wenn die das Lied anhören, ja, ich glaube, bekomme Gänsehaut. Weil das, dem Lied sagt auch, okay, wenn du einmal groß bist und ich ein alter Mann, dann bin ich noch immer an deiner Seite. Und das ist natürlich cool, um das so eine Botschaft die Kinder mitzugeben. Aber ich liebe zum Beispiel auch Liebe ganz hoch, ein Duett, was ich mit Marianne Rosenberg aufgenommen habe. Marianne ist seit die 70er eine Schlagerlegende. Er sind nicht viele Schlagersängerinnen, die auch in Holland beliebt sind. Aber sie hat es geschafft, met mehrere Titel auch die dem holländische Publikum zu erreichen. Dass sie sagt, okay, Eloy, willkommen in die deutschsprachige Musikbereich. Mit mir so ein Duett singt. Ich liebe den Song auch. Regenboog ist wichtig für mich, alles hat damit angefangen. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht einen Titel nennen. Schritt für Schritt, ja, es sind alle meine Babys. In Holland, wie reagieren die Leute oder wissen die Leute, wie erfolgreich du in Deutschland bist? Holländer sind immer ein bisschen langsam mit Sachen. Und im Moment habe ich noch nicht wirklich Reaktionen von die Presse oder etwas bekommen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, zu Hause kann ich Papa sein, habe ich meine Familien und es ist ja, dem Leben privater als in andere Länder. Und ich genieße beides. Und wenn ich nach diesen Promo-Wochen wieder nach Hause komme und da Papa sein kann, bin ich völlig zufrieden. Also, ich brauche da jetzt nicht wirklich die Presse zu haben. Ich habe meine Hände voll mit der Schweiz, Österreich und Deutschland und super begeistert, dass es so gut läuft. Also, ein stolzer, happy Mann. Dann hoffen wir, dass es weiterhin so gut läuft und hoffen, ach, dass du häufiger und ab und zu mal für Auftritte in die Schweiz kommst. Ich habe durch die Jahre immer ganz viele Berichte, Nachrichten aus der Schweiz bekommen, weil wir waren mit Colt in the Act natürlich auch in die 90er hier bekannt. Ich will gerne kommen und hoffe ich natürlich, dass mein Album so gut funktionieren bleibt. Wir sind auf Nummer 10 hier eingestiegen, ja. Das ist schon krass und wirklich cool. Aber wie gesagt, es sind noch genug Menschen in der Schweiz, die wir noch erreichen können. Und das ist die erste Schritt, um natürlich in die Zukunft hoffentlich auch ein paar Schritte zu machen. Ich bin völlig bereit. Und vieles findet man, du hast es vorhin schon gesagt, auf deiner Webseite und bei den Social Medias. Ja, genau. Ich bin auch mit meiner Zeit mitgegangen. Und Eloy, die Official Seite, ich habe ein Team, die mich unterstützen. Aber jedem Nachricht, wo dann ex-Eloy steht, kommt wirklich von mich. Und die Kreativität, die Freiheit, um auch meine Kreativität jetzt zu nutzen, brauche ich auch. Das war in den 90ern natürlich auch schwierig, weil da war immer ein Management oder ein Plattenfirma, haben alles entschieden. Aber wie gesagt, meine Social Media mache ich meistens selber. Folge mich da und dann findest du immer als Ersten, was und wann und wo und warum nicht oder warum vielleicht schon ich etwas mache. Danke vielmals, dass du bei uns vorbeigekommen bist. Dankeschön und es war mir eine Ehre, um hier zu sein. Dankeschön.